Jo, Leute, nachdem dieser MeToo-Quatsch so ein bisschen abgeklungen ist, schwingt ja wieder die Scheiße oben, könnte man sagen. Beziehungsweise ich habe mir mal hier so einen Artikel rausgegriffen von dem Teilchenblock von der Zeit, die uns darlegen, was Männer tun sollen, die ihre Frauen besser oder die überhaupt Frauen besser behandeln wollen. Ja, und zwar legt uns die Zeit das damit, eine Liste, die ursprünglich mal 28 Punkte lang war, aus dem Guardian 1 zu 1 übernommen wurde. Und mittlerweile auf 10 Punkte zusammengedampft wurde, die dazu auch noch ein bisschen angepasst und geändert wurden. Also offensichtlich war vielleicht doch der Shitstorm, den die Zeit da zurückgekriegt hat für diesen Bullshit, den sie verzapft haben, so, dass sie dann sich nochmal rangemacht haben, das zu verändern. Möglicherweise war ihnen das am Anfang auch egal und sie wollten irgendwie entsprechende Aufmerksamkeit erregen. Ich gehe im Prinzip aber davon aus, dass ihnen die meisten anderen Punkte einfach zu peinlich waren und sie dann deswegen diese gelöscht haben. Ja, 10 Punkte sind immer noch da, auf die man eingehen kann, und das wollte ich dann auch noch machen. Die anderen 18 Punkte werde ich wahrscheinlich ebenfalls hinten drüber fallen lassen und mich nicht nochmal mit beschäftigen, weil auch ich ja mit dem Irrsinn nicht übermäßig konfrontiert werden möchte, ne? Und das fängt hier an mit: Missbrauche deine Macht nicht, um von einer Frau Aufmerksamkeit, Gesellschaft oder Sex zu bekommen. Also, da möchte ich jetzt mal für mich sagen, dass ich glaube, irgendwie habe ich gar nicht die Macht zu. Man kann natürlich irgendwie Tricks anwenden, aber die Macht, die funktioniert, sagen wir mal, das ist doch so eine übertragene Macht. Also, wenn das funktioniert bei den Frauen, mit einem Porsche vorzufahren, dann hat man vielleicht eine Geldmacht und bekommt dann dafür Aufmerksamkeit oder Sex möglicherweise. Oder eben auch einfach für pures Geld dann Sex. Und solche Dienstleistungen gibt es ja irgendwie auch noch. Also, ich missbrauche im Prinzip nicht meine Macht, sondern. Wenn, dann missbrauche ich die Macht der Dinge, die ich dann habe, der Variablen sozusagen. Und dass ich diese Macht missbrauchen könnte in dem Fall, wenn ich jetzt einen Porsche hätte oder so, nehme ich jetzt einfach mal als Beispiel her, dann könnte ich ja nicht meine Macht deswegen ausüben, weil ich eben den Porsche habe, sondern weil die Frauen da mitspielen. Also da auch immer mal bitte die eigene Verantwortung sehen. Ja, hier ein paar Worte vorweg, bevor es dann an die lange Liste geht. Das war ja so, nur so ein Aufwärmer. Danke, Schatzi. Na, hast du mal wieder deine Tage? Ich mag ja Frauen, die knien. Kommen Ihnen diese Sprüche bekannt vor? Schon einmal im Büro vom Chef gehört? Dann haben Sie Sexismus erlebt. Die Hashtag-Aktion MeToo auf Twitter zeigte, wie allgegenwärtig sexistische Sprüche wären, behauptet sie, nicht zuletzt im Arbeitsleben. So. Ich kenne das nicht so richtig aus dem Arbeitsleben. Im Gegenteil, da halten sich alle ziemlich zurück. Die britische Zeitung The Guardian gibt Männern nun eine Liste an die Hand, wie sie Frauen besser behandeln. So. Denn das ist bitter nötig, heißt es. Genau, weil alle Männer alle Frauen schlecht behandeln, ne? Das ist das bitter nötig, so eine kindische Liste hier anzufertigen. Laut Studie der Antidiskriminierungsstelle des Bundes haben 39% der Frauen im Berufsalltag schon Kommentare und Witze mit sexuellem Bezug gehört. Ja, das ist ja schlimm. Liebe Männer, ihr solltet euch diese Ideen also zu Herzen nehmen. Und das nicht nur im Job. Ja, ich glaube, ich habe im Job also ungefähr genauso viele sexistische Sprüche von Frauen wie von Männern erlebt. Irgendwie einen oder so, vielleicht jeweils. Praktisch nichts, ne? Whatever wird uns hier mitgeteilt. Wenn du an einem Meeting teilnimmst und siehst, dass nur Männer anwesend sind, mach dich dagegen stark. Genau, Chef, wir sind hier 7 Männer und keine Frau ist dabei. Ja, was willst du damit sagen? Ja, dass wir auch Frauen inkludieren müssen? Ja, wir sind im Tiefbauamt, du Otto? Ja, dann lass uns doch die Putzfrau dazu holen. Also, das war jetzt schon mal nicht so realistisch, jedenfalls nicht in allen Bereichen. Frauen sind eben nicht überall da, ne? Wenn ein Mann eine Frau unterbricht, steh für sie ein. Sage, hey, sie hat etwas gesagt. Wieso? Wieso sollte ich mich da einmischen als Unbeteiligter? Person A und Person B unterbrechen sich gegenseitig in ihren Sätzen. Da soll niemand selber klarkommen, würde ich mal sagen. Ne, da brauchen doch Frauen keine Leute, die keine Helfershelfer, die sie ans Händchen nehmen und dann erst recht behandeln wie kleine Kinder. Also ich würde mich da lieber nicht einmischen und man muss auch mal ganz klar sagen, das habe ich noch in einem anderen Text irgendwo gelesen, wenn die Unterbrechung oder derjenige, der unterbricht, dann zurück unterbrochen wird mit der Aussage, ey, unterbrich mich nicht oder lass mich ausreden, ja, das ist ja okay. Dann kann die erste Person, die da gesprochen hat, auch dann ausreden und dann ist eben der erste andere dran. Aber jemandem ins Wort zu fallen, mit der Begründung, er ist mir auch ins Wort gefallen, ist trotzdem auch ins Wort fallen, ne? Also. So viel besser ist das dann auch nicht. Dann kann man den anderen auch ausreden lassen und sagen, dann lass mich jetzt mal eben aber mal zu Ende reden, fall mir nicht wieder ins Wort und dann kann man ja seinen Text auch noch ausführen. Verschiedene Möglichkeiten auch zu reagieren. Das heißt nicht, dass man sich unterbuttern lassen muss. Im Gegenteil kann man natürlich auch irgendwie, wenn man wirklich zu kurz gekommen ist, sagen, ich möchte hier nochmal was sagen, wenn man denn was zu sagen hat.
Ja. Bezeichne Frauen im beruflichen Kontext niemals als hysterisch. Ja, wie gesagt, Frauen sind ja auch im beruflichen Kontext, sind gar nicht hysterisch. Jedenfalls ist das nicht das, was ich so kenne. Und man bezeichnet Leute als hysterisch, wenn sie hysterisch sind. Wenn eine Spinne, was weiß ich, über den Boden läuft und die fangen an zu schreien, obwohl Kunden da sind oder so zum Beispiel. Ja. Also das würde ich dann sagen, ist vielleicht doch hysterisch oder so. Aber bezeichnen darf ich das dann nicht so, ja. Wie darf ich das denn bezeichnen? Als übertrieben oder als zu laut oder weiß ich nicht. Ist auch egal, ist ja nur ein Wort für eine Verhaltensweise. Und wenn die Verhaltensweise eben auftritt, dann finden Menschen Wörter dafür, ne? Erwarte kein Lob, keinen Schulterklopfer und keine Bezahlung. Bezahlung, wenn du dich richtig verhältst. Ja, Bezahlung für gute Kollegialität oder was? Ist doch Quatsch, ne? Glückwunsch, du warst einfach anständig. Ja, kenne ich auch irgendwie nicht groß anders. Ich bin ja immer anständig. Aber das erwartet man natürlich nicht. Ist richtig, braucht man auch nicht erwarten, ne? Wenn man sich normal benimmt. Ich weiß aber auch nicht, wie das kommt, das hier anzumahnen, denn ich kenne das eigentlich auch nicht so richtig, dass die Leute Lob erwarten. Man kann und sollte vielleicht auch aber viel Lob ausschütten, damit der andere sich wohlfühlt, ne? Das kommt allerdings bei Frauen manchmal irgendwie anders an, falsch an. Erst recht, wenn damit Berührungen einhergehen, womöglicherweise. Berühre keine Frauen, die du nicht kennst. Und ganz ehrlich, wenn du das generelle Bedürfnis hast, irgendwelche Frauen anzufassen, frag dich warum. Berühre keine Frauen, die du nicht kennst. Ja, das ist jedenfalls auch situationsabhängig, ne? Würde ich mal sagen. Es gibt auch sozial adäquate Weisen, jemanden anzufassen. Zum Beispiel an der Schulter tippen oder so. Das sollte nicht zu schlimm sein. Und wenn ich das generelle Bedürfnis habe, irgendwelche Frauen anzufassen, ja, dann frage ich mich nicht warum. Dann weiß ich doch warum, weil ich ein Mann bin. Vielleicht auch bei dem einen oder anderen, weil er schon länger nicht keine Freundin mehr hatte. Oder einfach auch ein Typ ist, der eben anfasst. Es gibt auch Menschen, die fassen einfach an. Ja, das machen vor allen Dingen Frauen. Also, wenn ich mich jetzt darüber beklagen würde, wie mich Frauen ungefragt angefasst haben, speziell an der Arbeit, ja. Würde ich gar nicht mehr aufhören heute Abend. Und ja, wenn ich dann auch noch irgendwelche sexuellen, speziellen Dinge einfließen lassen wollte, erst recht. Man kann sich mal fragen, das fand ich beim Danisch ganz gut, habe ich da gelesen, ob es nicht vielleicht eher so ist, dass diese ganzen Aufbrezeleien und schön machen und noch ein bisschen Nuttendiesel drauflegen, ob das nicht auch so eine Art ja, Paarungsanbahnungsverhalten ist, ja, und Paarungsanbahnungssignale da ausgestreut werden, um eben den männlichen Partner anzulocken zur Paarung. Ne? Das gibt es ja im Tierreich auch und so Dinge haben wir Menschen eben auch noch drauf. Die Männer machen es dann eben mit dem dicken Auto vielleicht oder so. Das funktioniert ja aber eben auch, hast du ja selber so gesagt. Ja, und wenn man die ganze Zeit diese Paarungsbereitschaftssignale um die Ohren gehauen bekommt und soll da nicht drauf eingehen dürfen, dann ist das nicht nur lächerlich, sondern auch ziemlich ja, wenig reflektiert. Ne? Ja, und Frauen eben anfassen ist so eine schöne Sache im Prinzip, ne? Nächster Punkt. Hast du das Gefühl, Frauen schulden dir etwas? Nee, prinzipiell irgendwie nicht. Nee, wieso? Wie kommt man auf so eine Annahme, dass Männer grundsätzlich das Gefühl hätten, Frauen würden ihnen was schulden oder so? Nee, tun sie nicht. Okay, klar. Selbst wenn du meinst, und was ist mit grundsätzlichem Respekt? Ja, es schuldet man vielleicht nicht, aber das bringt einen immer auch nicht nach vorne, wenn man sie weglässt, ne? Dann frag dich, ob du ihr denselben entgegenbringst. Ja, das ist natürlich schon eine Frage, die man nur geben kann, wenn die beiden dann schon, wenn man schon eine Beziehung miteinander hat, sozusagen, wenn man schon häufiger miteinander zu tun hatte. Also ich kenne es eher so, dass die Männer freundlich fragen und die Weiber zicken, Fresse ziehen, Flunsch ziehen, sich auf dem Absatz umdrehen, fragen oder auch schriftliche Anfragen beantworten, wann sie lustig sind, Stunden später teilweise. Und das kommt alles nicht so unbedingt so gut an. Ja, nee, erlebe ich nicht so. Sie gibt ja auch kein konkretes Beispiel hier, ne? Also einfach von Respekt zu reden, das reicht ja im Prinzip nicht. Was meinst du denn damit, ne? Man kann ja auch respektlos sein, indem man die Augen rollt oder so. Das kann ja schon reichen. Erst recht mit der Kollegen, mit denen man ja jeden Tag zu tun hat. Vicky! Schicke einer Frau keine Bilder von deinem Penis. Oh, das hatte ich auch nicht vor eigentlich. Habe ich auch noch nicht gemacht, glaube ich. Es sei denn, sie hat darum gebeten. Ja, okay. Es ist ja eher so, dass festgestellt wurde bei diesen Umfragen, dass sowas wie sexuelle Bildchen und so eher von Frauen an Männer geleitet werden. Ne? Also diese Geschichte, dass Männer Frauen zum Pornogucken einladen würden im Büro oder so, die ist falsch rum. Ne? Also das, wenn, dann machen das eher Frauen. Ne? Ich habe einen Kollegen gehabt, der hat so ein widerliches Video auf seinem Telefon gehabt, wo ich nach 2 Sekunden gesagt habe, mach die Scheiße aus. Hat er von seiner Klassenkollegin bekommen aus der Berufsschule. Also
Sehe ich nicht unbedingt so als Problem an. Ja, ich meine, Penisbilder zu schicken ist eh so doof, dass man dann nicht weiter darauf eingehen muss. Erlaube dir keine Schlüsse über die Intelligenz von Frauen, ihre Fähigkeiten oder ihre Wünsche nur aufgrund ihrer Kleidung. Ja, don't judge a book by its cover, ne? Also die Intelligenz und Fähigkeiten kann man natürlich auf Kleidung nicht, von Kleidung nicht ableiten, ne? Wünsche vielleicht ein bisschen, ne? Also zumindest, ja, vielleicht doch eher Fähigkeiten als Wünsche. Wünsche vielleicht nicht, aber Fähigkeiten. Nämlich, wenn sie sich aufgebrezelt haben, dann häufig in der, sind sie dann fähig zur Empfängnis oder so. Also brezeln sich im Prinzip auf, wenn sie ihren Eisprung haben und dann rausgehen und so weiter. Da kann man schon ein bisschen zurückschließen, ne? Gemeint ist natürlich hier, dass man nicht irgendwie von Minirock darauf schließen soll, dass sie eben eine Nutte ist, ungefähr, ne? Das kennen wir ja schon mit Dave Chappelle. Es ist eben ein wenig verwirrend, ne? This might not come out right. I don't know what you say, but damn, look at them titties! The girl gets mad at you. Oh, wait a minute, wait a minute! Just because I'm dressed this way does not make me a whore. Which is true. But ladies, you must understand that that is fucking confusing. Just is. Now that would be like me, Dave Chappelle the comedian, walking around the streets in a cop uniform. Somebody might run up on me. Oh, thank God. Officer, help us. Come on, they're over here. Help us. I'm like, oh, just because I'm dressed this way does not make me a police officer. Alle Frauen dasselbe Gehalt, das du Männern zahlst. Ja, wenn sie dasselbe leisten, gerne, ne? Okay. Natürlich sollte diese Liste auch für Frauen gelten. Die ganze Handreichung mit 28 Punkten finden sie bei. War das jetzt noch nicht alle? War noch welche, oder nicht? Aha, jetzt hat die Zeit einiges rausgeschnitten. Und zu guter Letzt heißt es, lies nicht diese Liste und sei dann sicher, das meiste treffe sowieso nicht auf dich zu, zumindest nicht ohne gründlich darüber nachzudenken. Ja, ich habe mich ja jetzt auch nicht damit auseinandergesetzt. Solltet ihr ja eigentlich mit zufrieden sein. Aber arschig finde ich das trotzdem. Mit Leuten, die solche Regeln aufstellen, würde ich im privaten Leben nichts zu tun haben wollen. Ne? Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal hoffentlich. Nehmt ein Abo mit und lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Danke, danke. Ciao, ciao und tschüss.